Wir bauen jetzt noch an. Gris de Sajon. Hier sehen wir die Atmungsorgane, die ersten Lentizellen von der Geige. Und hier haben wir unser mit Vlies abgedichtetes kleines Pflanzgefäß. Und in dieses kommt jetzt hinein die Gris de Sajon, Ficus carica. Wie immer mit unserem Spezialgemisch. Wird schön mittig hineingesetzt, gern auch schief, damit die besser rauswachsen kann. Und das ist 50% Weißdorf und 50% Perlit. Das ist ideal, die Mischung. Es gibt natürlich auch viele andere Mischungen. Luftig und trotzdem Feuchtigkeit spendend und nicht zu schwer. Man kann noch ein bisschen Sand dazugeben, das Ganze mehr Volumen bekommt. Ist das aber nicht nötig. Ein Riesenvorteil vom Sand ist, dass das dann stramm in der Mitte steht und nicht mehr in der wichtigen Wurzelungsphase gestört wird. Ich mache das aber so, das vorsichtig andrücken, ganz vorsichtig, weil wir nicht die Lentizellen zerstören. Und dann das schön bis oben hin füllen. Und das kommt dann sowieso in ein Glashaus hinein, damit das gut bewurzelt und nicht gestört wird und keine zu großen Klimaschwankungen plus hohe Luftfeuchtigkeit erleben kann. Gris de Sajon, angeblich einer der bestschmeckendsten Frühfeigen. Jetzt noch ein bisschen einsprühen und dann haben wir das Ganze geschafft und dann kommt das in den Glas. Vorsichtig. Mit unserer kleinen Sprühflasche. Da reichen 15 Sprüher. Und die Pflanze ist mit Feuchtigkeit versorgt. Wir wollen sie auch nicht zu feucht haben, das ist ganz wichtig. Nur leicht feucht. So, den Rand können wir vielleicht noch wegspritzen, wenn es schön ausschaut. Braucht man aber nicht. Und das wird irgendwann wieder mal beim Umpflanzen dreckig. Gut, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, bis bald, euer Jakob. Und wir bringen die noch jetzt hinein. Vor dem großen Sturm. Das Glashaus, schauen wir mal. Das ist ja ein Plastikhaus. Wir suchen für das ein schönes Plätzchen, das ist alles schön. Volle Luftfeuchtigkeit. Schauen wir, ob wir das finden. Das ist schon voll besetzt. Voll besetzt das Ganze. Keine Sorge, dann machen wir das anders. Dann bekommt das, können wir die auch gleich ein bisschen einsprühen, einfach einen Humidity-Dom aus Plastik. So, dieser sieht wie folgt aus, einfach eine abgeschnittene 1,5 Bettflasche, so, da braucht man ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Nicht nass, nur leicht feucht. Ich habe ein bisschen Lavendula angustifolie, Lavendelblüten dazu gegeben und Stille. Das ist für die Keimung recht vorteilhaft von vielen Pflanzen. Und das Milieu als Beipflanze bei den Rosen nicht nur ist ideal dann. So, jetzt machen wir das zu. 4 mm zumachen den Spalt. Und unser Ficus carica bekommt jetzt dieses Häubchen drüber. Da kann man, wenn man will, noch ein bisschen reinsprühen. So zwingend notwendig ist es nicht, aber jetzt einen warmen Platz anstellen, wo die Temperaturschwankungen nicht so hoch sind. Und dann bald wurzeln. So, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis bald, euer Jakob.